Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die New Line EP von CR7Z und Snowgoons in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. New Line von CR7Z und Snowgoons, das Ganze ursprünglich schon am 15. Juni erschienen. Allerdings gab es dann eine Vinyl Edition und diese ist erst vergangen Freitag am 13.07. erschienen und deswegen stelle ich euch die heute vor. So, bevor wir starten, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Wisst wahrscheinlich, wir schneiden das hier an den Seiten auf. So. Das brauchen wir nicht mehr. So, relativ ungewöhnlich, dass man eine EP als Vinyl rausbringt, aber ich habe mich darüber sehr gefreut, da ich großer CR7Z-Fan bin. Wir haben hier einen dunkelbraunen bzw. ja, lila-braunen Hintergrund und davor haben wir einen Ast, einen Zweig, der Blüten trägt. Und hier lesen wir dann Arjuna präsentiert, also das ist das Label von CR7Z. New Line und darunter lesen wir CR7Z und Snowgoons. Das sind die Produzenten. Hier an der Seite lesen wir nichts weiter. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und das Ganze ist so, dass wir 4 Tracks auf der A-Seite haben und 3 auf der B-Seite. Also 7 Tracks, klassische EP. Ist ohne Features, bedeutet 7 Solo-Tracks von CR7Z. Und 2 von diesen Tracks wurden auch per Videoauskopplung schon veröffentlicht. Und zwar ist das einmal der Track Nummer 1, Polar Light, und dann der Track Nummer 5, Hex, den ich echt nur empfehlen kann. Also der ist echt mächtig. Gut, dann haben wir im Hintergrund auch wieder hier diesen Zweig. Allerdings nicht wie auf der Vorderseite, sondern hier wirklich nur diese Konturen. Hier unten lesen wir dann noch die diversen Credits und einen Barcode. Und dann haben wir hier noch die genauen Credits über die Beteiligten, also Mix und Master, Beats, Executive Producer, Scratches und Artwork. Okay, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal die Vinyl an sich und dann haben wir hier auch noch ein, zwei Zettel mit dabei. Und zwar haben wir hier einmal CR7Z Pandora exklusives Tour Mixtape. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tourdaten zur Pandora Tour 2018. Also hier könnt ihr CR7Z live sehen, beziehungsweise 2019 haben wir auch noch Dates, 3 Stück. Und ja, das ist ein Infoflyer, dass es eben ein exklusives Tour-Mixtape geben wird und dass man wirklich nur auf der Tour erwerben kann. Gut, dann haben wir mit dabei dieses kleine Zettelchen hier. New Line, CR7Z und Snowgoons lesen wir. Und auf der Rückseite, ich halte das jetzt mal zu, haben wir den Downloadcode für diese 7 Tracks, für diese EP. Und die Vinyl kommt in einer klassisch weißen Papierhülle daher. Und das Ganze, ist etwas schwierig. So. So sieht das Ganze aus, in knalligem Rot gehalten, durchsichtig, gefällt mir richtig gut. Also ich stehe generell darauf, wenn diese Vinyls eingefärbt sind und nicht so dieses klassische Schwarz haben. Das ist echt, echt schön. Wir haben hier die Beschriftung A und dann haben wir natürlich auf der Rückseite dann die B-Seite und hier auch nochmal die 7 Tracks aufgelistet, auf A- und B-Seite verteilt. Gut, dann machen wir die Vinyl mal wieder rein. In die Papierhülle. So, ansonsten haben wir hier nichts weiter drin. So, und das war's auch schon. Also, das alles, diese Bonus-EP, sage ich schon, diese Vinyl und der Download-Code inklusive dieses Tour-Flyers, diese drei Sachen befinden sich in dieser wunderbaren Vinyl.
Newline von CR7Z und Snowgoons. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser EP bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr CR7Z unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.